Sie hat zwei sehr schlechte Frakturen. Sie hat ein Herzgeräusch wegen der Anämie. Sie ist bis auf die Knochen abgemagert. Hi. Hallo, wir haben eine Situation, die ich Ihnen gerne erklären möchte, um zu sehen, ob Sie uns helfen können. Vor ein paar Monaten haben wir einen Hund gerettet, der zwei schwere Frakturen erlitten hatte. Wir nannten sie Rosita und der Zustand, in dem wir sie fanden, war erschütternd. Sie wurde auf den Feldern ausgesetzt und suchte in einer stürmischen Nacht Zuflucht, wobei sie sich in einem Pferdestall verirrte. Unglücklicherweise hatte sie sehr viel Pech. Das Pferd erschrak, rannte sie um und brach ihr beide Beine. And broke her two legs. The fractures were terrible. Die Frakturen waren schrecklich, mit einem offenen Bruch, bei dem die Knochen hervorstanden und infiziert waren. Wir organisierten eine Spendensammlung. Ich erstellte ein Video, ähnlich diesem, in dem ich ihre Geschichte erzählte. In diesem Fall war es kein von Menschen verursachter Tiermissbrauch, sondern ein natürlicher Unfall von einem Tier zu einem anderen. Das Pferd rannte in Rosita hinein und verursachte schwere Verletzungen. Dieser Fall schien jedoch vielen nicht wichtig genug, weil er durch ein anderes Tier verursacht wurde. Einige von Ihnen haben geholfen, nachdem Sie das Video gesehen hatten, und dank dieser Unterstützung konnten wir die erste Operation finanzieren, obwohl die Mittel gerade ausreichten, um sie zu decken. Actually, I don't even remember if we managed to cover it completely. You see, when I make these videos, wenn ich diese Videos mache, hoffe ich immer, dass wir genug Spenden sammeln, um die gesamte Operation zu bezahlen. Aber manchmal reicht es nicht aus. In solchen Fällen verschuldet sich unsere kleine Organisation, was dank Isidora, der uns flexible Zahlungsbedingungen bietet, handhabbar ist. Die Tiere sind sicher, aber das Problem entsteht, wenn ein Tier mehrere Operationen benötigt. Im Fall von Rosita mussten wir nach der Fixierung ihres ersten Beins die Infektion in ihrem zweiten Bein kontrollieren, bevor wir mit einer weiteren Operation fortfahren konnten. Jetzt, 2 Monate später, stehen wir vor der zweiten Operation. Gestern habe ich ein Video gemacht, um Hilfe für diese bevorstehende Operation zu bitten, aber die Resonanz war entmutigend. Wir sammelten etwa 600 Euro, ungefähr $700, weit entfernt von dem, was für die notwendige Operation nötig ist, um Rositas Bein vollständig zu heilen. Diese Situation hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, warum manche Fälle mehr Hilfe erhalten als andere. Jeder hat seine Vorurteile und wir alle fühlen uns von verschiedenen Arten von Fällen angezogen. Aus unserer Sicht jedoch befinden sich all diese Tiere in einem kritischen Zustand. Hätten wir Rosita nicht operiert, als wir es taten, wäre sie gestorben. Ein Hund kann nicht mit zwei schwer gebrochenen Beinen überleben, wegen des Risikos einer Infektion, die zu Nierenversagen und Tod führen kann. Ganz zu schweigen von den unerträglichen Schmerzen und der schlechten Lebensqualität. So kidney failure and he's gonna die. I mean, and I'm not even mentioning the pain and the quality of life. I mean, these things have to be fixed. Und ich möchte etwas betonen, das ich schon so oft gesagt habe.
Wir sind die Einzigen für diese Tiere. Niemand sonst nimmt Tiere wie diese auf. Ich meine, sie können nicht. Nein, ich meine wahrscheinlich nicht, weil sie nicht wollen. Es ist, weil es wirklich schwierig ist, eine Organisation wie diese am Laufen zu halten. Mit ständig massiven Tierarztrechnungen. Dabei muss man auch bedenken, manchmal ist es eine Operation, andere Male sind es 2, 3, 4 Operationen, manchmal mehr. Plus, manchmal gibt es einige Tiere wie Noah, die, ich meine, sie erinnern sich an ihren Fall, lebenslange Pflege benötigen. Und wir sind da und bieten genau das. Oder wie Molly, die uns heute über 1000 Euro im Monat kostet. Und das schon seit den letzten, ich weiß nicht, 2,5 Jahren. Das ist das Dilemma. Wir müssen bei Rosita in die Operation, um das zweite Bein zu richten. Das muss gemacht werden. Es wird morgen früh gemacht. Alles ist geplant. Wir haben bereits die Platten, wir haben den OP-Saal gebucht, wir haben den Chirurgen, der bereit ist, morgen um 10 Uhr in die Operation zu gehen. Leider haben wir nicht die Mittel, um dafür zu bezahlen. Sie wird operiert. Was passiert ist, dass wir, wenn wir nicht genug Gelder sammeln, Schulden machen werden. Und ein paar Monate später werde ich hier mit einem traurigen Gesicht stehen und Ihnen sagen, dass wir wieder in einer großen Krise stecken und dass wir unsere gesamten Tierarztrechnungen nicht bezahlen können. Ich versuche hier nur proaktiv zu sein. Ich denke, wir haben eine erstaunliche Gemeinschaft von Menschen aufgebaut, die teilen, was wir tun und die unsere Prinzipien, unsere Ängste, unsere Sorgen und die Art und Weise, wie wir Lösungen finden, verstehen. Mit diesem Video möchte ich Ihnen mitteilen, was los ist. Ich möchte Sie teilhaben lassen an meinen Sorgen. Ich möchte dies auf Sie abladen und um Ihre Hilfe bitten. Also, Rosita wird morgen früh operiert und ich muss um Ihre Hilfe bitten. Ich möchte Sie bitten, über das nachzudenken, was ich gerade gesagt habe. Und wenn Sie können, einfach etwas beisteuern. Ich meine, welchen Betrag auch immer Sie können. Es muss nicht viel sein. Schauen Sie sich Ihre täglichen Ausgaben an. Und es gibt einige Dinge, die vollständig vermeidbar sind. In diesen Fällen können diese kleinen Ausgaben mit uns Leben retten. Betrachten Sie es als eine Investition. Wenn Sie $10 ausgeben, schauen Sie, was Sie bekommen, wenn Sie die Tiere sicher und herumlaufend sehen und ein neues, glückliches Leben haben. Das ist meine Bitte heute. Rosita muss operiert werden und ich bitte um Ihre Hilfe. Bitte, wenn Sie können, spenden Sie, helfen Sie uns, Rositas Bein zu richten. Vielen Dank.